Und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich sehr, dass ihr meinen Kanal, mein Video angeklickt habt. Und was ich heute für euch habe, ist ein Aufgebraucht-Video. Ich habe hier eine schicke Tüte voll mit leeren Verpackungen, mit Beautymüll. Und den möchte ich jetzt gerne mit euch durchgehen und euch auch einmal kurz eine Review zu den Sachen geben und sagen, ob ich die nachkaufen würde oder nicht. Um in der Hoffnung, euch bei dem einen oder anderen Produkt vielleicht weiterhelfen zu können. Ich habe zum einen geleert von DM die Soft und Sicher Taschentücher, die Klassik Taschentücher Box dreilagig. Das ist die hier, da habe ich schon mehrere geleert und ich kauf auch immer die, weil ich da die Verpackungen schön finde. Also das finde ich auch immer, die stehen immer auf meinem Schminktisch, um mir eben zwischendurch mal die Hände abzuputzen. Und da gefällt mir halt einfach auch die Verpackung und die haben da ganz viele schöne Muster und deswegen kaufe ich die immer wieder nach und ich finde die auch gute Taschentücher. Dann habe ich geleert Handseife, die ich euch sowas von empfehlen kann. Und zwar ist das von Balea, die Schaumseife Garten Eden mit paradiesisch blumigem Duft. Das ist die hier und eine neue Packung steht schon bei uns auf dem Waschbecken, weil die so, so gut ist. Der Duft ist... Oh, also eigentlich mag ich keine blumigen Düfte sonderlich, aber so blumig finde ich den gar nicht. Ich finde den eher so ein bisschen, ja, oriental, also so ein bisschen schwerer. Also ich hatte ihn mir anders vorgestellt und der paradiesisch blumig hätte ich mir was anderes vorgestellt, aber er ist ein bisschen schwerer, so, ja, wie gesagt, so ein bisschen orientalisch und sehr, sehr gut. Oh mein Gott, riecht diese Seife gut und ich mag es auch total gerne, weil da gleich so ein schöner weicher Schaum rauskommt. Ich finde es total angenehm. Und wie gesagt, der Duft ist, oh mein Gott, ist der gut. Ich kann die sowas von empfehlen. Und ich finde auch, dass die, gut, ich habe jetzt sowieso ultra trockene Hände momentan, aber ich finde, mit der Seife ist es nicht schlimmer geworden. Also ich merke schon manchmal bei Handseifen, dass das noch mehr austrocknet. Vor allem, weil ich mir auch die Hände echt oft wasche. Aber die hat, finde ich, gut gepflegt. Und die, oh, ich werde mir die wieder kaufen, definitiv. Dann habe ich leer gemacht, ein Duschgel. Ich habe wahnsinnig viel Duschgel leer gemacht, also ich habe da echt einen hohen Durchlauf von dem Zeug. Und zwar von Sagrotan gibt es ja relativ neu diese Pro Fresh Dusche, die 12 Stunden Schutz vor Körpergeruch verspricht. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie 12 Stunden vor Körpergeruch, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich komisch rieche oder so, habe ich aber so oder so nie. Aber was ich daran sehr, sehr gerne mochte, ich war halt einfach neugierig. Ich habe es gekauft, weil es neu ist und ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Und was ich daran unglaublich gerne mochte, war der Duft. Es steht jetzt hier keine Duftrichtung drauf, aber es ist hier die Verpackung mit diesem Bild hier vorne drauf. Und es riecht so gut und es hat mich erinnert an ein Duschgel von Suave, das ich mir immer in den USA im Urlaub gekauft habe. Und von dem her war es natürlich ein riesen Gewinn für mich, dieses Duschgel, weil mich das so an den Urlaub erinnert hat, weil es vom Duft her total ähnlich ist. Und ich fand auch, dass die, also das ist so ein, eher so eine cremige Konsistenz, sehr, sehr angenehm auf der Haut und auch das Pflegegefühl war sehr gut. Also ich hatte eher so ein bisschen Angst, dass das vielleicht austrocknet, eben wegen diesem antibakteriellen Spezialschutz. Aber meine Haut war ultra weich hinterher. Also ich war sehr angetan von diesem Sagrotan-Duschgel und werde mir das auch, wenn denn mein Duschgelvorrat aufgebraucht ist, auch nachkaufen. Das kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich das nächste Duschgel leer gemacht und zwar von Yves Rocher, das Carambola-Duschgel. Das ich sehr gerne mochte vom Duft her, weil es ein sehr frischer, so ein zitrusartiger Duft war. Das mochte ich wirklich sehr gerne. Ob ich es nachkaufen würde? Ja, ich denke schon. Wobei ich ja immer jetzt in letzter Zeit zu Yves Rocher gesagt habe, ich weiß es nicht, weil ich da mir nicht mehr so sicher bin, ob die wirklich so gut sind. Oder dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht nachkaufen. Also ich lasse jetzt eher mal so ein bisschen die Finger von Yves Rocher. Aber ich fand es sehr gut. Ich habe es halt noch aufgebraucht. Ich hatte es noch. Ich fand es gut. Aber wie gesagt, ich bin da gerade so ein bisschen zurückhaltend. Dann habe ich aufgebraucht. Nochmal von Yves Rocher. Aus dieser Weihnachts-LE war das noch. Und zwar ein Duschgel, das Apple Delight Shower Gel. Und das roch halt auch sehr, sehr gut nach eben Äpfeln. Es war halt so ein winterlicher, schwerer Duft. Ich mochte ihn sehr gerne.
Auch hier würde ich es mir jetzt nicht mehr nachkaufen. Also wie gesagt, ich bin da jetzt, also würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht, das ist Wahnsinn, was ich Duschgel aufgebraucht habe, eine Bodylotion von The Body Shop, Frosted Plum Shimmer Lotion. Und die war aus dieser Seasonals LE, eben auch aus der Weihnachts LE. Und da kann ich sagen, dass ich mir die definitiv nicht nachkaufen würde, weil, also, eine Disco-Kugel war echt ein Scheiß dagegen. Ich habe so geschimmert, das war echt nicht mehr schön. Also ich dachte ja anhand der, wie ich so eben durch die Verpackung gesehen habe, dachte ich mir so, okay, es geht, es ist natürlich schon Schimmer erkennbar. Aber nachdem ich abends dusche, dachte ich mir so, naja, wenn man dann natürlich auch Pyjama anzieht und dann geht der Glitzer halt weg über Nacht, ne? Hängt halt dann zwar im Bett, aber morgens hat man so, glitzert man immer. Nein. Dieser Glitzer, Schimmer, hält sich unglaublich gut auf der Haut. Also wer auf sowas steht, wer speziell eine Schimmerlotion sucht, die wirklich hält, dem kann ich das wahnsinnig ans Herz legen. Allen anderen Finger weg. Bloß die Finger weg. Also das, mein Mann hat dann auch schon gesagt, schmeiß das Zeug weg. Es war utopisch und es hat dann alles geschimmert. Also mein Sohn hat dann auch schon geschimmert irgendwann, weil ich ihn natürlich dann nehme, ne? Und oh, nie wieder. Und so ging es mir auch mit dem zweiten und das habe ich auch nicht mehr aufgebraucht. Also das werfe ich jetzt auch weg, weil ich kann es einfach, es tut mir leid, ich kann es nicht aufbrauchen. Und zwar ist es Glazed Apple. Auch diese Schimmerlotion. Es tut mir echt leid drum, weil es war leider nicht so ganz günstig. Und da bin ich echt immer so, das räumt mich dann richtig, wenn ich das jetzt wegtun muss. Aber das war so ein riesen Fail. Das war so ein Fehlkauf. Und, aber wie gesagt, ich kann es einfach nicht mehr benutzen. Ich schimmer, das, nein, also das geht einfach nicht. Dann habe ich aufgebraucht von Tracelmoon That Vanilla Moment. Davon Segel Körpermilch. Und ich mochte den Duft sehr gerne, wobei ich, also er ist sehr, sehr vanillig natürlich, sehr süß vanillig. Ich muss sagen, im ersten Moment mochte ich ihn sehr, sehr gerne und ungefähr auch so bis zur Hälfte der Flasche. Und dann hat mich der Duft genervt, also dann mochte ich ihn nicht mehr so gern riechen, muss ich sagen. Weil es mir dann einfach zu süß und zu aufdringlich ein bisschen wurde. Und ich war froh, als es leer war. Also ich kann es empfehlen, riecht wirklich gut, also nach Vanille, sehr süßlicher Vanilleduft. Ich habe auch gelesen, dass einige meinten, es ist wie dieses Zuckerschnutenzeug von Balea. Also wenn ihr das kennt, das riecht wohl so, also ich selber kann es jetzt nicht vergleichen, aber ich habe das gelesen, also es soll wohl so riechen. Und wenn ihr auf vanillige, süße Düfte steht, kauft euch das. Die Pflege ist sehr gut. Mir war es fast ein Ticken zu viel. Körpermilch ist bei mir immer fast ein bisschen zu viel. Aber wer sehr trockene Haut hat und eben diese Duftrichtung mag, absoluter Kauftipp, weil es prinzipiell eine sehr gute Körpermilch ist. Nur, wie gesagt, mir war es nach der Hälfte der Flasche irgendwie, ich konnte das dann nicht ganz. Dann habe ich auch gebraucht ein Duschgel, das ich mir schon ganz, ganz oft nachgekauft habe, weil ich den Duft sehr, sehr, sehr gerne mag und es schäumt auch so schön. Und zwar ist es von Balea das Duschgel Sensitiv für empfindliche Haut und es hat so einen richtig guten, frischen Duft einfach. Man fühlt sich total erfrischt und gepflegt und hier muss ich sagen, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kostet, glaube ich, nicht mal 1,89 € oder so und es ist wirklich sehr, sehr gut und das kann ich absolut empfehlen und wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch schon ein paar Mal nachgekauft. Dann habe ich geleert. Ein Duschgel, das ich mir kaufen würde, wenn es es wieder gibt, weil das auch aus der The Body Shop Seasonals LE war. Und zwar in der Duftrichtung Frosted Cranberry, das Duschgel. Und das roch sehr, sehr gut. Also das war aus diesen Seasonals mein absoluter Duftliebling, hat sich rausgestellt. Leider gab es das als Lotion, wobei, das ist Schimmerlotion. Von dem her bin ich froh, dass es das nicht gab, sonst hätte ich noch eins wegwerfen müssen. Aber der Duft war sehr gut und hat sich auch sehr lange auf der Haut gehalten. Das Pflegegefühl war gut, also alles in allem war es ein sehr, sehr gutes Duschgel, das mir sehr viel Freude bereitet hat. Und ich würde mir das nachkaufen. Dann habe ich noch ein Body Shop Dusch. Und ich finde es echt krass, ich hatte das jetzt alles innerhalb von 2 Monaten. Also ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, dass ich so wahnsinnig viel... Na gut, es war teilweise schon natürlich angebrochen und so, die waren nicht mehr voll. Aber trotzdem, ich bin erstaunt. Nochmal eins aus diesen Seasonals und zwar in der Duftrichtung Glazed Apple
Und das war auch sehr, sehr gut vom Duft her nach Apfel. Etwas frischer, nicht so wie man sich eigentlich einen Weihnachtsduft vorstellt, aber dennoch sehr, sehr gut. Und auch das würde ich mir kaufen, wenn es das wieder geben würde dieses Jahr an Weihnachten. Allerdings ohne die dazugehörige Lotion, die ich ja jetzt wegwerfen werde. Dann noch ein Duschgel von Baldessarini. Baldessarini hat Ultimate Shower Gel. Das war so ein kleines Sample, das ich mal bei einer Douglas-Bestellung bekommen habe. Und da war ich im ersten Moment sehr irritiert und dachte mir, ob das vielleicht ein Männerduschgel ist, weil es ein wahnsinniger, also der Duft war echt gewöhnungsbedürftig, so ein sehr holziger Duft. So was Vergleichbares hatte ich irgendwie noch nie. Und als ich das raus habe und mich angefangen habe zu waschen, dachte ich mir so, das ist ja gar nicht meins. Muss aber sagen, je länger ich dann den Duft gerochen habe, umso besser fand ich ihn. Und ich habe mich doch nur zweimal damit geduscht, weil dann war es leer, da war ja kaum was drin. Aber dann fand ich es richtig gut und dann hätte ich es auch noch weiter benutzt. Also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil das ist wahrscheinlich so eine von so einem Parfüm halt, so ein Duschgel und sowas mag ich eigentlich immer nicht so gern kaufen. Aber ich fand es sehr interessant, muss ich sagen. Also wenn ihr das mal seht, riecht mal dran. Sehr interessant. Dann noch ein Duschgel, und zwar habe ich mir das aus dem Urlaub mitgebracht, und zwar war das von April Bath & Shower, das Aqua Dreams Musk & Freesia Scented Body Lotion. Die hatte ich mir im Dollar Tree gekauft, also die Flasche hat $1 gekostet, ich war einfach neugierig und dachte mir, ne, für $1, da kannst du nicht viel falsch machen. Und ich war überrascht, also wobei ich jetzt sagen muss, die Inhaltsstoffe, nein, also ich habe sehr lange überlegt, ob ich es denn überhaupt benutze. Also ich habe im Laden das überhaupt nicht gelesen. Ich habe dran gerungen und habe es eingepackt und zu Hause dachte ich mir, da Mist, hättest du mal geguckt vielleicht. Ja, also was ich hier so lese, die Inhaltsstoffe waren nicht so prickelnd. Deswegen würde ich es mir auch nicht nochmal, komme jetzt wahrscheinlich auch nicht in die Verlegenheit, es nochmal nachzukaufen. Ich würde es mir auch nicht nochmal kaufen. Der Duft war gut, es ist sehr schnell eingezogen, aber ja, die Inhaltsstoffe fand ich ein bisschen. Also ich dachte mir 170 Gramm okay, aber nee, nochmal nein. Dann habe ich aufgebraucht, was habe ich denn hier noch, Trockenshampoo. Und zwar von Batiste, das Trockenshampoo in der Duftrichtung Floral and Flirty Blush. Auch das habe ich mir schon ein paar Mal nachgekauft. Batiste ist das Trockenshampoo, das ich immer benutze. Ich habe auch mal eins von Balea gehabt, das fand ich gar nicht so gut. Also ich kann Batiste absolut empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach Trockenshampoo seid. Es kostet ein paar Euro mehr, es gibt es ja bei Douglas, ich glaube 4 Euro die Flasche, aber es lohnt sich wirklich. Also es erfrischt gleich, es hinterlässt auch irgendwie keinen so einen grauen, silbernen Schimmer in den Haaren. Das Haar sieht, wie gesagt, erfrischt aus, voluminös, und ich mag das wirklich sehr gerne. Und wenn ihr, wie gesagt, Trockenshampoo kaufen wollt, dann guckt euch wirklich Batiste an und investiert da lieber 1-2 mehr Euro, überhaupt was Vernünftiges. Und auch diese Blush-Duftrichtung war sehr, sehr gut. Dann, was ich auch schon hunderte Male gefühlt nachgekauft habe, mein Rivaldi Loop Clean and Care ölfreie Augen-Make-up-Entferner. Und hier ist auch Preis-Leistung top, also den kaufe ich mir immer wieder nach, weil ich den so gerne mag. Und das ist wirklich der einzige Augen-Make-up-Entferner, bei dem ich das Gefühl habe, der entfernt wirklich richtig, richtig gut, richtig schnell. Es brennt nicht am Auge, man muss nicht rubbeln. Ich bin von dem sowas von überzeugt und schaut euch den an. Mehr kann ich nicht sagen, gibt es bei Rossmann. Dann habe ich geleert von, aber auch von Rivaldi Loop, die 3-in-1 milden Reinigungstücher. Das sind die hier, und zwar habe ich die zum Abschminken benutzt fürs Gesicht. Ich habe mich hinterher noch ganz normal gewaschen, aber habe halt mit denen schon mal mein Make-up entfernt. Und ich fand die recht gut, also jetzt nicht sonderlich herausragend. Ich meine, das sind solide Reinigungstücher, mit denen das Make-up abgenommen werden kann. Ob es jetzt am Auge funktioniert, weiß ich nicht, weil ich ja noch meinen Augen-Make-up-Entferner benutzt habe. Aber wenn man sagt, man möchte einfach, bevor man wirklich mit seinem Waschgel drüber geht, einmal speziell mit einem Make-up-Entferner das Make-up, eben die Foundation und so entfernen, kann ich die wirklich empfehlen. Die waren recht günstig und ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie die Gesichtshaut austrocknen oder so. Also keine negativen Wirkungen feststellen können. Deswegen, ich würde mir die auch kaufen und kann sie durchaus auch empfehlen.
Dann habe ich gelehrt noch meine Clinique All About Eyes Augencreme, die ich immer nachts benutze. Und auch hier ist schon Nachschub unterwegs. Und die kaufe ich mir jetzt auch schon längere Zeit noch und kann die echt empfehlen. Das ist eine sehr, sehr gute Creme. Und ich möchte die nicht vermissen in meiner Routine. Und was ich auch gelehrt habe, war von Eucerin die Hyaluronfiller Night Cream. Das war so ein Sample, das ich in der Apotheke bekommen hatte. Und die habe ich mir auch schon nachgekauft. Muss aber jetzt erst noch was anderes leer machen. Und die werde ich mir auch nachkaufen. Also das wird meine Standard-Nachtcreme werden. Und ja, das war jede Menge. Also wie gesagt, ich bin sehr überrascht, was ich innerhalb von 2 Monaten alles leeren konnte. Ich habe nämlich nach dem Umzug wieder angefangen, neu zu sammeln. Und das ist alles. Die Tüte wandert jetzt in den Müll. Und ja, ich freue mich, dass ich so viel leer machen konnte und hoffe, dass ich euch vielleicht beim einen oder anderen Produkt ein bisschen Anregung geben könnte, es auch mal zu probieren. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!